Der DAX, der steigt und steigt und das auch auf Jahressicht. Ein ordentliches Plus konnte er bislang verzeichnen. Ja, und bei solchen positiven Märkten, da gehen Anleger häufig auf die klassischen Anlagestrategien. Aber auch Optionsscheine, also Hebelprodukte, sind sehr beliebt. Matthias Hüppe von der HSBC. Klären Sie uns erstmal auf, was sind Optionsscheine? Wieso sagt man Hebel? Ja, also Optionsscheine sind auch Klassiker, muss man schon sagen. Also in der Form, wie es sie heute gibt, in der verbrieften Form, gibt es sie auch schon seit 1989. Also das ist jetzt nichts Neues, es ist ein Klassiker. Und wie Sie schon gesagt haben, es ist ein Hebelprodukt. Und der Optionsschein funktioniert eigentlich so, er verbrieft ein Recht, um es jetzt mal so nach den Bedingungen zu sagen, eine bestimmte Aktie oder einen Index zu einem vorgegebenen Kurs zu kaufen, das ist dann der Call, oder zu verkaufen, das ist dann der Put. Und wenn natürlich die Aktie dann deutlich höher steigt, beispielsweise im Call, als das Recht, was ich erworben habe, die Aktie zu diesem Kurs zu kaufen, kann ich sie theoretisch natürlich günstiger kaufen und teurer verkaufen und damit eine Hebelwirkung erzielen. Das ist die Theorie. Also das ist ein Produkt, was in den meisten Portfolios oder in vielen Portfolien auch bei institutionellen gesucht wird, teilweise auch zu Absicherungsstrategien oder eben um eine höhere Performance zu erzielen, weil man weniger Kapitaleinsatz braucht, eben um sozusagen gehebelt an Marktbewegungen zu partizipieren. Es ist aber dennoch, glaube ich, eine Strategie, wo es auch gewisses Fachwissen braucht und man muss die Märkte ein bisschen besser kennen und auch dieses Produkt besser kennen. Welche Mischung sollten denn dann die Optionsscheine im Depot ungefähr haben? Wahrscheinlich jetzt nicht 80%, könnte ich mir vorstellen. Also 80%, da muss man sehr spekulativ orientiert sein, um es nett auszudrücken. Das kann es natürlich auch geben, da muss man sich sehr genau daran auskennen, da muss man natürlich das Thema Money Management beherrschen. Ich glaube, entscheidend ist beim Optionsschein auch, man muss ja eine Erwartung nicht nur haben, ob eine Aktie oder Index steigt, wenn man einen Call kauft, sondern man muss auch die Erwartung haben, wie weit es denn steigt. Und das ist sozusagen diese Komplexität, die dazukommt. Wie hoch steigt denn eine Aktie oder ein Index, wenn ich beispielsweise auf einen Call setze? Weil es kann sein, dass ich einen Call kaufe, der auch von steigenden Kursen profitiert, aber am Ende des Tages ich trotzdem keinen Gewinn machen kann, weil ich vielleicht so gesehen zu offensiv mit meiner Erwartung war. Also da kommt eine weitere Komponente hin dazu, gleichzeitig auch noch die Zeitkomponente. Wie lang läuft denn mein Optionsschein? Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Und das macht es natürlich schwieriger. Und deswegen, Sie haben schon gesagt, entscheidend ist, sich mit diesen Produkten auseinanderzusetzen, zu kennen. Und sie sind natürlich zur Streuung im Portfolio gedacht. Also es gibt viele, die sagen, ich habe mein Anlageportfolio, da spare ich beispielsweise ETFs dauerhaft an. Und dann habe ich sozusagen ein eher spekulativ orientiertes Portfolio, wo ich einfach Marktchancen nutzen will. Wenn ich vielleicht ein gutes Gefühl habe, wenn ich das mit Aktien schon sehr gut gemacht habe, kann ich natürlich dann sagen, vielleicht mache ich es auch über Optionsscheine, um das Ganze nochmal zu hebeln. Oder was wir auch sehen, weil man ja weniger Kapital einsetzen muss, gibt es auch Anleger, die einfach sagen, ich nehme einfach weniger Kapital in die Hand, mache das Ganze über ein Hebelprodukt und bewege trotzdem deutlich mehr im Hintergrund, in Anführungszeichen, das macht dann der Emittent und habe damit die gleichen Chancen bei einem verminderten Risiko, wenn der Markt dann nicht in die Richtung geht, wie ich erwartet habe, weil ich einen Teil meines Kapitals gesichert habe. Also wenn man da, ich sag mal, clever rangeht, dann kann man da auch mit weniger Kapitaleinsatz sogar noch einen Teil seines Kapitals absichern. Woher weiß denn ein Anleger, der Optionsscheine kauft, dass die Gewinn bringen können? Also es gibt da ja im Geld, aus dem Geld, es gibt da verschiedene Begriffe. Vielleicht können wir das auch noch mal ganz kurz erklären. Ja, also wissen kann man es natürlich nicht. Also die Glaskugel hat man nicht. Aber es gibt eine Kennzahl, eine sogenannte Sensitivitätskennzahl. Und das ist mit die wichtigste Kennzahl bei den Optionsscheinen. Das ist das sogenannte Delta. Und dieses Delta sagt einmal aus, wie stark verändert sich der Wert meines Optionsscheins, wenn sich der Wert der Aktie oder Index, auf den er sich bezieht, um eine Geldeinheit verändert. Und daran kann man also ablesen, wie reagiert denn der Optionsschein eigentlich auf die Preisveränderungen in der Aktie oder im Index. Und gleichzeitig sagt dieses Delta aber auch aus, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieser Optionsschein zum Ende seiner Laufzeit im Geld ist, also einen Gegenwert auszahlt. Man kann sich das mal vielleicht verdeutlichen, wenn man einen Optionsschein hat, also eine Aktie, die bei 100 notiert und einen Optionsschein, der einen Basispreis von 100 hat und sozusagen von Kursen oberhalb von 100 profitiert, dann hat dieser Schein in etwa ein Delta von 0,5, weil man kann ja sagen, naja, ob am nächsten Tag die Kurse höher oder tiefer stehen, die Chance ist etwa 50-50. Und da kann man an dieser Zahl sozusagen erkennen, wo in etwa der Basispreis und die Aktie gerade ist. Und ganz klar natürlich, wenn die Aktie jetzt deutlich höher notiert beispielsweise als die 100, dann ist dieses Delta höher, weil wir dann natürlich schon über dem Basispreis sind und die Wahrscheinlichkeit zunimmt. Wenn es deutlich drunter ist, ist es wiederum niedriger. Also das ist so eine Möglichkeit, über das Delta auch zu erkennen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich am Ende des Tages A, Geld verdiene oder den Umkehrschluss,
einen Totalverlust erleide. Sie haben auch ein bestimmtes Beispiel mitgebracht. Da geht es auch um die Laufzeiten, 1 Monat, 4 Monate, 10 Monate. Und dementsprechend wirklich verändert sich und sinkt die Delta-Zahl, je nachdem 14.000 Punkte, 17.000 ja. Punkte. Also daran kann man es dann genau erkennen. Genau, da kann man es erkennen und da kommt auch nochmal diese Zeitkomponente rein. Ich versuche es mal so ein bisschen näherungsweise, vielleicht Fußball ist den meisten beläufig, jetzt wollen wir eigentlich nicht in den Wettenbereich gehen, aber mit Fußballwetten kann man es vielleicht ganz gut machen. Bei 16.000 könnte man sagen, wir sind aktuell circa bei 16.000 im DAX, da könnte man sagen, naja, wenn ich da auf Sieg meiner Mannschaft setze, ist die Chance 0,5 in etwa, also 50%. Da sieht man auch, dass Delta jetzt bei den Scheinen, egal ob es 1 Monat ist, 4 Monate oder 9 Monate, 10 Monate, sind wir bei 0,5 in etwa. Leicht drüber, weil DAX ein bisschen höher ist. Jetzt kann man natürlich sagen, jetzt sind wir mal offensiv und gehen jetzt Richtung 17.000 Punkte. Und jetzt haben wir nur noch 1 Monat und dann sehen wir plötzlich, na, da ist das Delta 0,04. Ganz klar, dass in 1 Monat der DAX nochmal 1.000 Punkte macht, ist jetzt nicht so wahrscheinlich. Und das wäre vielleicht eine Fußballwette, wo ich sage, naja, meine Mannschaft hat noch 5 Minuten zu spielen, gewinnt aber 3-0 und steht aber gerade 0-0. Das ist jetzt nicht so wahrscheinlich. Wenn wir dann aber nach rechts gehen und ein bisschen schauen, naja, hätten wir jetzt noch 4 Monate, also hätten wir vielleicht noch 30 Minuten Spielzeit, dann ist es vielleicht doch noch eine Chance, dass meine Mannschaft 3 Tore macht, da ist das Delta schon höher. Und wenn wir jetzt 10 Monate haben, also fast noch die gesamte Spielzeit, dass meine Mannschaft 3-0 gewinnen könnte, ist dann halt noch mal wahrscheinlich. Also man sieht auch, je geringer die Zeit natürlich ist, bis dieser Optionsschein fällig ist, dementsprechend verhält sich das Delta. Umgekehrter Fall bei den 17, wenn ich jetzt sage, ich habe beispielsweise 14.000 Punkte als Basispreis und ich bin gerade bei, oder 15.000, ich bin gerade bei 16.000 Punkten und wir haben noch 1 Monat Laufzeit, dann sehen wir, dann ist das Delta fast 1, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt im 1 Monat wieder unter die 16.000, unter die 15.000 fallen, ist jetzt nicht so hoch. Also da kann man auch erkennen, da ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass dieser Schein am Ende dann zu einem Wert ausgezahlt wird. Wenn ich jetzt als Anleger sehe, das Delta entwickelt sich irgendwie nicht so, wie ich mir das erwünscht habe und erhofft habe, was mache ich dann? Optionsschein verkaufen? Auch das kann man tun, das ist ganz wichtig. Also wenn man feststellt, also im Endeffekt zeigt einem das Delta, wenn das Delta kleiner wird, zeigt es einem eigentlich, dass die Wahrscheinlichkeit sinkt und dass man, meist wird dann auch der Aktienkurs gefallen sein, wenn man jetzt einen Call gekauft hat oder nur seitwärts gelaufen und die Zeit wird immer knapper. Also dass meine Mannschaft am Ende siegt oder noch hoch siegt, wird immer geringer. Und da muss man sich auch überlegen, ob man den Optionsschein vielleicht nicht dann verkauft, weil es Extrembeispiel, sie setzen auf einen 3-0-Sieg ihrer Mannschaft, es sind noch 5 Minuten zu spielen und ihre Mannschaft schießt 2 Tore. Dann ist das wunderbar, aber es hilft ihnen nichts, weil sie auf 3-0 gesetzt haben und wenn die Zeit vorbei ist, haben sie trotzdem komplett verloren. Das Gleiche könnte halt auch sein, wenn man jetzt sagt 17.000 Punkte und wir enden bei 16.999 im 1 Monat, dann war das eine tolle Rallye, aber mit diesem Optionsschein war man dann zu aggressiv. Und deswegen sollte man auch immer auf dieses Delta gucken und sich dann vielleicht überlegen, wenn es zu gering wird, auch den Optionsschein einfach mal zu verkaufen und dann zwar einen Gewinn oder einen Verlust mitzunehmen, aber dann zu sagen, okay, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt so gering und ich muss mir einfach mal überlegen, ob ich vielleicht ein neues Investment mache, vielleicht auch auf fallende Kurse setze, je nachdem. Aber das Gleiche wie bei Aktien gilt auch bei Optionsscheinen. Man kann sie jederzeit verkaufen und man sollte sich immer überlegen, wo mein Verlustrisiko, mein maximales Verlustrisiko ist. Und da kann man das Delta durchaus als Kennzahl nehmen. Und da gibt es auch Möglichkeiten im Internet, sich Alarme zu setzen, wenn das Delta bei dem Wert X ist. Sollte man sich den Schein noch mal angucken und überlegen, ist meine Erwartung noch so realistisch, so wie der Markt sich gerade zeigt. Nur noch ganz kurz zum Schluss, wenn Sie sagten, parallel zu einem Fußballspiel, es steht 2-3 und man schafft eben den Ausgleich und den Sieg nicht. Bei Optionsschein heißt es dann aber auch, wenn man nicht mehr verkauft, total Verlust? Genau, also wenn der über so gesagt keinen inneren Wert verfügt, also wenn es am Ende keinen Auszahlungsbetrag gibt, dann ist der Totalverlust, dann wird der wertlos aus dem Portfolio ausgebucht. Deswegen muss man sich halt im Vorfeld überlegen, ob man ihn dann nicht doch lieber verkauft. Also keinen Optionsschein kaufen ohne Delta wissen oder ohne Delta zu checken. Ja, also das ist eine gute Anleitung. Das ist eine gute Anleitung. Ja. Und wenn man sieht, das Delta ist 0,01, dann weiß man, okay, mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit werde ich am Ende den Totalverlust haben. Da muss man sich wirklich überlegen, ob man diese, und da muss ich schon sagen, Wette dann eingeht. Das wäre dann wirklich noch 5 Minuten zu spielen und die Mannschaft muss noch 3 Tore schießen zum Sieg. Das ist halt nicht so wahrscheinlich. Hat es alles schon gegeben. Nichtsdestotrotz sollte man sich bewusst sein, dass da ein extrem hohes Risiko ist. Die Optionsscheine haben ein hohes Risiko. Aber wenn man dann natürlich so einen Optionsschein aussucht, dann ist die Wahrscheinlichkeit des Totalverlusts sehr hoch. Andersrum, sollte die Mannschaft dann so hoch gewinnen oder sogar noch 4-0 gewinnen, hat man natürlich einen exorbitanten Gewinn. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering.
Ganz herzlichen Dank, Matthias Hüppe von der HSBC. Alles unter dem Stichwort Delta heute. Viele Informationen, sicher hilfreich für Sie, liebe Zuschauerinnen. Wenn Sie also Interesse an Optionsscheinen haben, dann wissen Sie jetzt genau, welche Kennzahl Sie immer mit beachten sollten oder worauf Sie auch mal schauen sollten, damit Sie eben auch zu Gewinnen kommen. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse.